Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf Kanal Astreiter. Wir sind in Folge Nummer 42 von Astronia. Ja, wir haben letztes Mal gesagt schon, wir müssen unbedingt hier von diesem Planeten, wir brauchen das Wolfram, da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich habe aber noch keinen blassen Schimmer, wie wir das anstellen sollen. Aber hier, warte, was ist das denn eigentlich? Mittelgroße Plattform A, wofür hatten wir die? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, um irgendwas da drauf zu setzen, wo ich jetzt gerade nicht so mehr im Thema bin. Schmeiß einfach mal da hin. Müssen wir weiter gucken. Der Schredder, da konnte man nicht alle schreddern. Wir hatten jetzt hier die Rakete. Da müssen wir mal gucken, ne? Was wir da als nächstes dran hängen, damit da verpackter Gegenstand. Vielleicht haben wir da die Auftragsplattform für gemacht. Kann das sein? Das war nur ein Harz, ne? Wie kriege ich das denn da dran, ne? Ach, ein verpackter Gegenstand. Das heißt, ich muss den... Der ist doch eigentlich verpackt, oder? Wie geht das? Also da rein bestimmt nicht. Untersuchen. Ne, doch mal dahin. Das passt schon. Und jetzt, was ist der verpackte Gegenstand dann? Projekt Freude liefern. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ja, ich sag mal, nach dem Intro schauen wir mal weiter, ne? Ich würde sagen, bis gleich. Tja, jetzt haben wir hier die Kiste. Das ist ein Auspacken. Ja, das ist verpackt. Aber wie kriege ich den denn da rein, wenn der verpackt ist? Snappt der da irgendwie rein? So? Nee. Oder ist das was Spezielles, was Sie wollen? Oder ist das ein verpackter Gegenstand hier, so wie ich ihn hier auf dem Wagen habe? Ich glaube, noch so einen verpackten Gegenstand, oder? Mit einem Verpacker. Der geht da bestimmt dran, der jetzt wetten. Nee, wohl auch nicht. Das ist ja auch wieder cool, ne? Aber vielleicht müssen wir Feiertagserinnerungspaket. Keine Ahnung. Karbonisiert? Keine Ahnung. Schlottern? Saisonaler Reiz? Keine Ahnung. Fehler, keine Belohnung verfügbar. So, was hier? Immer noch das gleiche. Steht über Erhalte oder produziere Freudeobjekte. Rakete einsetzen für Transferbelohnung. Frachtwert. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür das gut ist. Diese Dinger sind das wahrscheinlich, die ich brauche. Und die müssen da oben dran, oder was? Kosmische Kugel benötigt. Ich weiß nicht, wo ich eine kosmische Kugel herkriege. Kriege ich die hier irgendwo her? Ja, wir müssen ein kleines Shuttle drucken. Das ist viel wichtiger, ne? Genau. Gefüllter Speicher, drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Den wollen wir doch auch schon lange haben, ne? Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Wo kann ich den denn machen? Das ist die nächste Frage, ne? Mittelgroßer Drucker, da geht bestimmt ein mittelgroßer Ressourcenkanister, oder? Forschungskammer, Exo, Handelsplattform, große Plattform, große Plattform. Buggy, großer Drucker. Nee, da gibt's das nicht, oder? Ich glaube, da bin ich schon durch. Dann ist es der, oder? Mittelgroße Plattform, mittelgroßes Lager, Roversitz, Traktor, Hänger, Verpacker, kleiner Kanister, Arbeitslicht, Roboter, würfelförmiges Objekt, sternförmiges Objekt, kosmische Kugel, Astronium und Schrott. Astronium und Schrott. Wo kriege ich Astronium her? Muss ich gucken. Mittelgroßer Sauerstoffmacher, mittlerer Schredder, mittlerer Ressourcenkanister, Glas und Kunststoff. Kunststoff haben wir noch nicht. Na super. Ja, gucken wir mal gerade nach Kunststoff, oder? Ressourcen.
Kunststoff war doch Kohlenstoff und gibt's hier gar nicht, oder? Kupfer, Glas, Keramik, Zink. Kohlenstoff veredelt aus organischer Ressource. Ja, kämen wir dran. Argon, Wasserstoff, Stickstoff. Da ist nix. Aluminium, Diamant, Sprengpulver, Hydrazin, Gummi, Kunststoff. Kohlenstoff und Gemisch. Okay, da sollte jetzt nicht so schwer sein, das zu produzieren, ne? Und das ist im Chemielabor zu machen. Chemielabor war doch da hinten, oder? Oder ist das nicht das Chemielabor? Das ist ein anderes Chemielabor. Wetten? Das war das Exo-Chemielabor, ne? Altes Exo-Xenobiologie-Labor. Ja, das heißt, Kunststoff kriege ich auch nicht. Ressourcenkanister funktioniert also noch nicht. So, das bedeutet, ich muss hier irgendwie weg. Und zwar mit einem Shuttle. Kleine Kammer, nee, dann ist das nicht hier. Autoarm, Energiesensor, Tastenwiederholer. Oversitz, Traktor, Hänger, mittelgroßer Buggy. Hupe. Planierer. Nee, ich glaube, das ist dann auch nicht hier. Großer Ressourcenkanister. Buggy. Großer Roversitz. Mittelgroßer Roversitz. V-Toll. Kran. Großer Nebelhorn. Nö. Lokomotive. Waggon. Nö. Freizeitkugel. Da waren wir schon. Ist das hier? Nee, im letzten war doch nichts, oder? Doch, waren auch noch Sachen. Rosa Roversitz. Bahnhof. Landeplattform. Haben wir doch da rechts neben uns stehen, oder? Kleine Shuttle. 1500. Zwei Aluminium. Das ist das, was wir hier haben. Gut. Das bedeutet, wir müssen weiter forschen. Was macht unser Forschungsarm denn? Läuft der überhaupt noch? Ist der da hinten? Ja. Warum läuft da nichts? Ich sehe das doch, dass da nichts läuft. Was macht unser Forschungsarm? Doch, ist gerade fertig geworden, ne? Was ist hier fehl am Laufen? Strom ist da, oder? Oder ist kein Strom da, weil Sonne nicht auch Sonne scheint? Erzeugt 4 ES. Ja, zu wenig, kann er sein. Was machen wir jetzt dann damit? Das ist Schutt und nicht Schrott, okay. Wir müssen auch so ein Solarpanel bauen dann. Drucker, Schmelzofen, Erzzentrifuge, Chemielabor. Ne, hier ist nichts drin. Habe ich das selbst im Rucksack? Kann das sein? Fußanpassung, Breiteanpassung, Hämmer, Bohreranpassung, Leuchtstäbe, Verpacker, kleiner Drucker. Ich glaube, da sind wir schon durch, ne? Also doch nicht hier. Den können wir nicht. Stromverlängerung, Verteiler. Da ist es mittelgroße Summe. Glas und Kupfer. Wo ist Glas und wo ist Kupfer? Glas ist hier. Wo ist Kupfer? Haben wir geholt. Das war die falsche Taste. Kupfer ist da. Läuft. F. Und bitte starten. Zweites Solarmodul. So, dann unser Päckchen da hinten nehmen. Das passt ja nicht da oben dran.
Können wir hier auf den Wagen laden. Ja, das hat schon wieder gut geklappt. So. Und das andere, ich weiß nicht, was drin ist. Aber vielleicht können wir da was einpacken und dann mitnehmen. Gut. Schon fertig? Hört sich so an, oder? Okay. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Und hier fehlt die Biomasse. Ich glaube, die haben wir hier jetzt nicht, oder? Habe ich hier noch so einen Teil für Erde? Ja, habe ich. Biomasse ist hier. Ist der Hammer da dran, ne? Nee, ich glaube, der Hammer ist nicht da dran. Ne? Nee, das war schon so richtig. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Achso, ja, das funktioniert ja nicht. Ah, das wäre schön, wenn er das abmacht und das andere dran macht, ne? Aber das kann der nicht. Gut. Und jetzt müssen wir... Paket weg. Wächst der ja überall, ne, oder? Eigentlich müssen wir sowas hier wie gerade zumachen, aber fallen wir irgendwann rein. Komm, zwei würde ich wenigstens haben. Gut, da haben wir ihn. Und zurück. Einmal Sauerstoff bitte. Ab ans Auto. Unseren Rucksack raus. Oh, oh, oh. So, und... Fahren wir mal, wohin wollen wir? Zum Autoarm. Wir wollten ja die Plattform aufbauen. Genau so ist es. Wieso hat denn der jetzt gestolpert da gerade? Wir haben ja kein Power da. Mann, 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 Mann. So, einmal wieder aussteigen. Mit der großen Plattform aufgebaut. Einmal hier hin. Also müssen wir auch aufbauen, ne? Und dann das Solarmodul da drauf. Und geht auch. Und dann müssen wir das nur verbinden. Mal vielleicht doch diesen Stecker nehmen, ne? So, jetzt haben wir da zweimal das drin. Jetzt ist nur die Frage, was ist da drin? Basisausgestand, verpackt Gegenstände zum leichten Tragen und Transportieren. Ich denke, da ist nichts drin. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht irgendwo so ein großes Teil zum Forschen finden. Irgendwo hier in so einem Baum hängt doch so ein Teil bestimmt, oder? Was ist das da? Also den können wir hier schon mal scannen. Was? Jetzt habe ich ein Gehäuse gefunden? Was ist das hier? Forschungsprobe. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, die wären etwas größer. Ah, das große... Ah doch, den Packer habe ich ja dafür dabei, ne? Hm, aber wo finde ich so ein großes Teil? Gibt es immer so Bäume mit so einem O, ne? Muss ich gucken. Ist hier sowas? Da hinten könnte sowas sein.
Da hat der Baum so ein Teil, oder? Ja. Sehr gut. So, dann hier nochmal ein F drücken. Für die Punkte. Und den muss ich jetzt... Ne, ich glaube umgekehrt war das. Den dahin und den da drauf, oder? Oder war es umgekehrt? Doch. Nee, sowas nicht. Aber vielleicht, ne, kann ich gar nicht verpacken, damit kann das sein. Den kann ich nur da drauf packen, so sieht's aus. Ist aber nicht schlimm, geht. Zack. Fahren wir los. Einmal nach Hause. Aufpassen, hier ist ein Loch. Okay. Einmal hier lang. Wenn die Sonne aufgeht, will ich sehen, dass da Dingens kommt. Ah, da ist schlecht langfahren. Aber besser da lang. Der lenkt auch so richtig doof, ne? Passiert da jetzt was mit der Sonne? Einsteigen. Kommt die Sonne noch nicht? Wohl noch nicht. Komm, wir packen erstmal das Teil da rein. Ich muss unbedingt die Löcher hier alle zumachen, ne? Wo ist das falsche Forschungsding? Hier. Ah, die dicke Forschungsprobe da rein. Und los geht's. So, Forschungspanel. Forschungsproben, die kann da auch hin. Ach, die andere haben wir gerne nicht mitgenommen, weil wir die absetzen mussten, ne? So, Solarpanel sind aufgeklappt, aber es gibt noch keinen Strom. Was läuft hier nicht? Was läuft hier nicht? Irgendwie funktioniert das noch nicht. Drücke Taste, um Forschung zu starten. 8. Aha, da liegt unser Problem wahrscheinlich. 8. Oder keine Bit. Und das hier ist zu wenig. Oder läuft doch. Sag jetzt nicht, wir müssen das... Ah, da müssen wir irgendwie sowas immer anmachen. Das kann jetzt nicht sein, oder? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Das ist ja richtig schlecht dann. Also immer noch Knöpfchen drücken gehen, dann brauchen wir das nicht aufbauen, oder? Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt wieder einen Cut. Denke, wir schauen... Ja, die Geschichte mit dem Shuttle, ne? Das ist noch so eine Geschichte, ne? Was fehlte uns da noch? Achso, das konnte ich hier, glaube ich, sehen, ne? Kleine Shuttle. Aluminium. Ach so, Forschungspunkte fehlen uns nur. Aber die laufen ja jetzt gerade. Wollen wir hoffen, dass wir das dann schneller hinkriegen, dass das Shuttle gebaut ist, dann eine Landeplattform. Ich glaube, das ist die da, ne? Oder? Sonst müssen wir eine bauen. Machen wir aber, wenn, alles in der nächsten Folge. Ich sag mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.